Astrid, Astrid, die dunkle Bruderschaft, lebt sie noch? Erst mein Hund, der eingeschläfert wurde, jetzt mein Pferd. Was hat sie als nächstes vor? Wie kann ich mich schützen? Nun ja, nach Winterfest sollte sie nicht reinkommen. Nicht in die Akademie. Wer immer es ist, ob es Astrid war, ich weiß es nicht. Habe es nicht überprüft, ob sie tot ist. Nun ja, als erstes werde ich mich um die Akademie kümmern. Sie soll in einem neuen Glanz erstrahlen, die Magier repräsentieren. Magierzunft, die Magiergilde. Sie soll ausgebaut werden. Ich werde alle nötigen Reserven zur Verfügung stellen. Mein eigenes Geld und das der Akademie. Und ich muss mit dem Jarl sprechen. Eine neue Aufgabe. Eine Aufgabe eines Magiers würdig. Anders als das des Drachenblutes. Urak, Schor sei Dank, er lebt. Und ich brauche ihn für die Bibliothek und ich brauche sein Wissen. Er hat ein unergründliches Wissen über die alte Zeit. Sehr schön, Mirabelle, sie fehlt mir. Sie hätte mir geholfen, die Akademie aufzubauen. Nein, sie wäre der Erzmagier gewesen. Sie wäre ein sehr guter Erzmagier gewesen. Ich hätte sie unterstützt, in jedem Fall. Ich habe ihr vertraut. Zwei Magier sind es jetzt, denen ich mein Vertrauen schenke, die an meiner Seite stehen. Einmal Urak und zum zweiten Tjolfdir. Ja, Tjolfdir. Ich weiß, er hat die Kugel nach oben geholt. Ja, seine Neugier, sein Wissensdrang, sein Forschungsdrang hat ihn dazu bewogen. Aber eigentlich ist er ein vernünftiger Mann. Einer, der sehr viel weiß. Einer, der die Zauberei studiert hat, der mächtig ist, der die Akademie schützen kann. Ich brauche ihn an meiner Seite. Tja, und dann? Wir sollten auf alle Fälle, sollten wir neue Magier an die Akademie holen. Sollten sie zur neuen Größe führen. Neue Räume einrichten. Ja, ich werde das Geld verwenden dazu. Es wird eine Zeit dauern. Ja, schätze ich, auf alle Fälle. Und, ja, was ist mit dem Jarl? Er steht der Akademie nicht gerade günstig gut gegenüber. Ich werde ihm einen Besuch abstatten, ja, natürlich. Ich werde ihm sagen, wo sein Platz ist. Dieser Zauberer ist noch in der Taverne. Ich kann gar nicht glauben, dass Dago ihm erlaubt, dort zu bleiben. So weit ist es schon gekommen.
Es scheint niemanden zu kümmern, was sie unserem Zuhause angetan haben. Es ist offensichtlich, dass die Erinnerungen nicht weit zurückreichen. Und es ist offensichtlich, dass Dagur Geld wichtiger ist als Ehre. Jarl, ich muss mit euch über die Akademie sprechen. Ihr habt eine falsche Vorstellung davon, was wir tun. Winterfester hat viel von seiner Geschichte eingebüßt und damit auch viel von seiner Macht. Ich habe vor, das zu ändern. Ich habe Gerüchte über die Ruhestätte des Helms von Winterfeste gehört. Eben jenes Helms, den Jarl Hanse in der ersten Ära trug. Hanse war ein Anwärter auf den Thron des Großkönigs von Himmelsrand. Mit dem Helm könnte ich bei den anderen Fürstentümern Gehör finden und mir etwas Autorität verschaffen. Nun, Jarl, da ich jetzt hier Erzmagier bin, bin ich nicht mehr dein Laufbursche. Ich besorge keinen Helm, damit du mächtiger wirst. Winterfeste wird den Magiern wieder gehören. Dann habe ich keine Arbeit für ich euch. Ich bin jetzt der oberste Magier der Gilde, die ihr so verabscheut. In der Tat. Und wenn ihr zu ihnen zählt, dann klebt auch an euren Händen Blut. Es ist nichts von Winterfeste übrig. Nichts. Alle wissen es. Die Akademie ist schuld daran, dass das Meer unsere Stadt verschluckt hat. Sie streiten es beharrlich ab. Aber wir alle kennen die Wahrheit. Das ist die Jahre her. Wer dafür verantwortlich ist, niemand weiß es. Alles Gerüchte, Spekulationen. Ich werde die Akademie wieder zur wahren Größe führen. Das sage ich euch, Jarl. Und ich warne euch. Ich warne euch, mir entgegenzustellen. Als ich die Akademie erkundete, um die Baumaßnahmen in Auftrag zu geben, da stieß ich auf ein Tier, gezähmt. Man sagte mir, das sei das Reittier des Erzmagiers. Ich blickte ihm tief in die Augen und fühlte sofort, dass sich unsere Seelen verschmolzen. Er wird mein Gefährte sein, genau wie Wachsam. Er wird mir als Reittier dienen. Als Reittier und treuer Wegbegleiter. Eine weitere Sache steht an, ein Bündnis. Ein Bündnis mit Weißlauf. Das wäre gut. Ich setze sehr viel Vertrauen in Balgruuf. Bisher konnte ich nichts Negatives über ihn sagen. Vielleicht sollte ich mir dort auch ein Haus kaufen. Ja, ich weiß, meine Vorräte sind spärlich. Mein Gold schrumpft dahin, meine Septime. Aber ich denke, ein Bündnis mit Weißler würde der Akademie guttun. Jarl Balgruuf, seid gegrüßt. Wie ihr seht, bin ich neuer Erzmagier von Winterfeste, von der Akademie. Und ich frage euch, könnten wir ein Bündnis wagen? Ich stehe auf der Seite von Weißlauf. Der Tag mag kommen, an dem ich gezwungen bin, mein Schwert für die eine oder die andere Seite zu ziehen. So, wie ihr mir beisteht, wird euch auch die Akademie beistehen. Und ich hoffe, dass eine Freundschaft zwischen uns entsteht. Zwischen den Magiern und dem Nord hier. Hier in Weißlauf. Dank guter Vorbereitung und beständiger Wachsamkeit. Unsere wirksamste Waffe, der Mut. Ein wenig Überzeugungsarbeit hat es dann doch gebraucht. Doch dann nahm Balgruuf an. Eingedenk meiner Hilfe, die ich Weißlauf gezollt hatte,
den Drachen mit besiegt hätte. Unser freundschaftliches Verhältnis, es ist jetzt auf einer Rolle, auf einem Pergament verewigt. Hiermit bekräftigen die Unterzeichner dieses Vertrages, dass sie sich gegenseitig bei Gefahr beistehen, keiner gegen den anderen die Waffen erhebt und ein freundschaftliches Verhältnis für dahin besteht. Als Unterzeichner unterschreiben hier der Jarl von Weißlauf und ich, der Erzmagier der Akademie, Ismir, der Drache des Nordens. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Mögen die Göttlichen euch segnen. Möge der Boden, über den euer Weg euch führt, erzittern. Ich habe mit eurem Jarl ein Bündnis geschlossen. Und ich denke, dass es Zeit ist, ein Haus hier in der Stadt zu kaufen. Prächtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Nun gut, ich nehme es. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Ich würde es auch gerne einrichten. Könnt ihr das veranlassen? Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Nun, dann lasst mich einmal schauen. Ich brauche ein Studierzimmer. Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja, ich schaue gerade. Wie wäre es mit einer Dachbodendekoration, damit es nicht so schäbig aussieht? Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja, dann natürlich eine Schlafzimmereinrichtung. Denn ich möchte mich hier auch ausruhen. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Außerdem brauche ich ein geeignetes Wohnzimmer. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Natürlich eine Küche, eine Kochstelle. Die wäre angebracht. Ich sehe hier 300 Goldstücke. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Tja, vielleicht hier noch einen kleinen Speisesaal. Wie wäre es? Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Nein, das wäre es. Hat mich all meine Finanzen gekostet. Wie ihr wünscht. Kommt wieder, wenn ihr neue Dekorationen für euer Zuhause erwerben wollt. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Tja, dann genieße ich einmal. Tja, dann schaue ich mir mein Haus einmal an. Mal schauen, wie es eingerichtet ist. Wie lange wird man brauchen, um die Arbeiten auszuführen? Ja, ich werde dann wieder herkommen. Was könnte ich in der Zwischenzeit machen? Ich müsste noch dieses eine Schwert besorgen. Ja, das wäre jetzt die Möglichkeit dazu. Nun denn, dann lass mich mal nachschauen. Weißlauf runter dort in den Bergen. Ja, westlich von Flusswald, da müsste dieses Tagebuch liegen. Dieses Tagebuch von Runel. Ich denke, das wäre eine Reise wert. Und dann könnte ich eventuell dann weiter Richtung Markart.
um dieses Schwert zu suchen. Vielleicht nicht die schlechteste Idee. Falkenring war nicht weit entfernt und so beschloss ich, zu Runel nach Falkenring zu reisen und dem Priester des Arkai, sein Tagebuch zu geben oder das Tagebuch, das er wollte. Runel, ich habe euer Tagebuch. Danke. Darin habe ich vieles aufgeführt, was ich bedauere und nicht vergessen will. Hier. Das habe ich euch versprochen. Lange genug hat es gedauert, ich weiß. Ich weiß. Ich war weit auf Reisen. Doch dann habe ich die Höhle gefunden. Es war nicht einfach. Es war wirklich nicht einfach zu bekommen. Sagt, wisst ihr etwas über Beschwörungen? Über die Mächte des Dunklen? Ich bringe euch etwas von meinem Wissen bei, aber seid vorsichtig. Ich weiß nicht, ob ich der Beschwörung eine Chance geben soll. Feueratronachen, Skelette, ja, aber keine Menschen. Keine Menschen, denen ich meinen Willen aufzwinge, oder Untote, die ich wieder beliebe. Ich weiß nicht. Das Leben ist viel zu kurz. Vergeudet es nicht. Ein weises Wort, Runiel. Ein weiser Spruch. Es ist zu kurz. Vergeude es nicht. Wachsam. Die Stimmen in meinem Kopf. Sie werden teilweise stark.
Sie ängstigen mich. Wachsam. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier, ne? Lässt du mich mal durch? Danke. Wie sieht's denn hier aus? Wir brauchen zumindest etwas Lebensmittel. Hallo. Bei Schors Gebeinen. Ein hübsches Mannsbild im Falkenring. Oh. Danke. Danke. Und das zu helfen. Was gibt's denn? Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Eigentlich nur hungrig. Mein Magen, er knurrt. Ziege? Na, nicht unbedingt. Rindfleisch mag sein. Ja, das ist... Ich meine, das ist nur eine Suppe, ne? Kohleintopf. Habt ihr nicht etwas Herzhaftes hier? Etwas... Tja. Irgendetwas. Ich glaube... Was bietet ihr an? Hundefleisch ein... Wachsam, hör weg! Hör einfach weg! Ja, dann doch lieber die Hühnersuppe. Ja, sieht ganz gut aus. Da sind einige gute Hühnerstücke mit drin. Ja, nehme ich. Und, ja, für meinen Hund hier ein Kohleintopf. Ja, Hundefleisch kann ich dir nicht anbieten. Und die haben ja hier nichts, ne? Also gut. Ja, als Wegzehrung bräuchten wir vielleicht auch noch was. Mal schauen, was der Wirt so sagt. Es sind Drachen unterwegs. Willkommen im Todmannstrunk. Seid gewarnt. Willkommen. Wie ist euer Name, Valga? Habt ihr vielleicht in letzter Zeit Gerüchte gehört? In den letzten Wochen sind einige Leute verschwunden. Es heißt sogar, dass jetzt auch noch unsere Jäger weg sind. Sagt mal, wenn ihr auf Reisen seid, könntet ihr da nach ihnen Ausschau halten? Nach Valda und seinen Männern? Ich glaube, sie waren hinter einem Bären her, oben im Norden. Jo, das wäre machbar. Das wäre eindeutig machbar. Ich bin nämlich auf Reisen. Ich möchte hier noch ein paar Aufträge erfüllen, die ich in meinem Notizbuch festgehalten habe. Habt ihr vielleicht noch etwas Wegzehrung? Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Was haben wir denn? Moment. Nee, Geistzähne brauche ich. Noch einen. Ja, ich nehme mal mit das Rindfleisch. Und Brot. Hast du Brot? Ah, hast natürlich kein Brot. Das ist schlecht, Valga. Das ist richtig schlecht, dass du kein Brot hast. Meins verschimmelt nämlich hier langsam. Schade, habe ich jetzt natürlich nicht geschaut. Dann nehme ich noch Lachs mit. Alles, was du hast. Danke. Wenn ihr interessanten Tratsch in der Stadt hört, erzählt mir davon. Ach so. Ja, im Grunde war es ja schon Nacht, ne? Dann würde ich mal sagen, wir übernachten. Ist irgendwas? Es sind Drachen unterwegs, Reisender. Seid gewarnt. Also gut. Ja, ich weiß das. Ich weiß, dass das Drachen unterwegs sind. Ich brauche ein Zimmer noch. Ich bin dem Kampf in Cirol die Ill entkommen und in Himmelsrand holt er mich wieder ein. Tja. So ist das. Ich brauche ein Zimmer. Wie viel? 100 Gold. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ah, ihr wollt eigentlich Geld verdienen und nicht ausgeben. Na, was soll's. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Die sind hier ziemlich teuer, ne? Ist doch nur ein kleines Bei Schors Gebeinen. Ein hübsches Mannsbild im Falkenring. Also, Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Weißt du nicht. Wassam, wo ist eigentlich Erandur? Ein kräftiger Trunk wird die Kälte in der Luft vertreiben. Das stimmt. Entschuldigt, dass ich nochmal vorbeischaue.
Ihr könnt von mir auch dann mal in mein Zimmer reinschauen. Wir könnten einen Schluck Wein vielleicht trinken. Wäre das was? Kommt drauf an auf die Sorte des Weines. Hier, wie wäre es mit diesem? In Ordnung? Ja. Na dann, wachsam. Du könntest draußen derweil ein bisschen jagen gehen. Wäre nicht schlecht, wachsam. Wir sollten unsere Häupter in stillem Gedenken an jene verneigen, die auf Falkenrings Friedhof begraben liegen. Ja. Erandur, kannst du mich mal... Erandur, ich bräuchte etwas Privatsphäre. Erandur. Na dann. Dann wird das wohl heute nichts. Erandur, der ist hier. Ich sollte vielleicht mal mit ihm reden.